Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend wieder dabei sind zu Sag die Wahrheit mit Gerd Rumba. Herzlich willkommen zu Sag die Wahrheit. Sie kennen ja viele von Ihnen jedenfalls unsere Sendung. Sie wissen, wie nahe Dichtung und Wahrheit, Lüge und Wahrheit beieinander liegen bei uns. Meine Damen, ganz ehrlich, Boxen ist Männersache. Ist das wahr oder ist das gelogen? Meine Herren, mit 5 Mark sind Sie dabei. Ist das wahr oder ist das gelogen? Und jetzt wissen Sie, wie schwer das immer für unser Rateteam ist. Und deshalb muss man ein ganz hochkarätiges zusammenstellen. Heute haben wir eines. Ich begrüße im Rateteam Matthias Schuh, Heike Makatsch und Herbert Feuerstein. An der Tatsache, dass Matthias Schuh bei seinen beiden Kolleginnen bzw. Kollegen heftig applaudiert hat, erkennen Sie, dass es sich um einen charmanten Österreicher handelt. Ja, oder? Ja, absolut. Sie merken, ein Wiener mit viel Schmäh. Matt Schuh genannt. Ja. Woher kommt der Name Matt? Ist das Matt oder Matt? Matt. Nein, pass auf, es war so. Es hat angefangen im Sommer letzten Jahres mit einer Radiosendung, die ich gemacht habe zum Mittag. Die hat geheißen die Matt Schuh Show. Absolut skandalös. Ich habe Sachen gesagt, die hat man noch nie in einem öffentlich-rechtlichen Sender gesagt. Ja? Ich hab's dann gehört. Es hat angefangen damit so mit Baby, this is Matt Schuh talking trash auf Ö3. So eine Schweinerei. Man hat auch dann eine Abstimmung gemacht nach ungefähr 3 Wochen und ist drauf, also weil man nicht gewusst hat, ist es gut, ist es nicht gut. Na gut, hat man eine Abstimmung gemacht, ja? Die ist dann ausgegangen, 49,5 zu 51,5. Ja, ja, richtig. Ja. Und da bin ich abgegangen. Rechnen Sie mal zusammen, 49,5 und 51,5, 101% gibt es in Österreich. Das einzige Land, das Heike Makatsch. Ich verstehe, dass in deiner Gegenwart die Heike sich schon gleich mal stärken muss. Heike, ja, wirklich. Moderatorin bei Viva. Jetzt werden Sie merken, die ist mindestens so schlagfertig wie der Matt. Nee, also ich bin die ganz anders. Die Kids stehen ja unheimlich auf das Viva-Programm und vor allem auf die Heike Makatsch. Wie sähe denn so eine Ansage, wie würde sich das anhören? Für die das Kids, ist ja immer die Frage, die ich besonders liebe. Also zu was? Was soll sagt die Wahrheit. Die zu sagt die Wahrheit. So. Ja, wir sagen ja nur Videoclips an, also das heißt Musiker. Und ich weiß nicht, haben wir hier auch einen Musik-Act heute Abend? Ja, vielleicht. Ihr macht schon einen draus. Wenn einer kommt, dann sage ich den an. Dann sage ich, ah, ja. Gut. Herbert Feuerstein. Hallo. Es muss doch ein Vergnügen sein, ohne den Herrn und Meister heute Abend hier präsent sein zu dürfen. Jetzt können wir ein bisschen aus der Schule plaudern. Ist er eigentlich ein Netter? Ja, ich habe ihn so eigentlich schon vergessen. Aber die Wahrheit ist... Können wir jetzt schon aufhören an der Stelle? Ja, irgendwie können wir aufhören. Ob er nett ist oder nicht, das weiß ich. Ich habe also nie ein privates Wort mit ihm gewechselt. Also ich glaube, ganz nett, ne? Ist irgendwie... Ich glaube, er ist relativ groß. Also ich habe mich mit Schmidt irgendwie nicht so unterhalten. Auseinandergesetzt. Weißt du, ich bin mehr die Generation von Viva und... da sieht man die Sachen anders, ne? Und der Harald mehr die Generation von Schuh, oder? So kann ich mir das vorstellen. Na, so habe ich das auch nicht gesagt. Der redet ja am Stück und hört ihn nach. Ich bin ja Ex-Österreicher, muss ich ja sagen. Ne? Also ich meine, ich habe natürlich dieses überschäumende... Ex-Österreicher. Ich habe dieses überschäumende Temperament, das die Österreicher haben, habe ich natürlich jetzt ein bisschen verloren durch meine lange Anwesenheit in Deutschland. Ne? Aber ich fühle schon mit, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Ne? Schon, ja. Ja. Liebe Zuschauer, nach dieser kurzen Einleitung kommen wir zu unseren Kandidatinnen. Nummer 1. Wer sind Sie bitte? Ich heiße Halmich, ich bin Europameisterin im Profiboxen. Nummer 2. Ich heiße Halmich, ich bin Europameisterin im Profiboxen. Und Nummer 3. Ich bin Halmich und heiße und bin Europameisterin im Profiboxen. 2 dürfen lügen, aber eine muss die Wahrheit sagen. Aber wer? Ist ja eigentlich gar nicht mehr schwer, denn ihr habt ja gemerkt, eine hat sich schon versprochen. Das heißt nichts. Das war das erste Indiz, wer es sein könnte und wer nicht. Weitere Folgen sofort von Stefanie. Mein Name ist Halmich. Ich bin Europameisterin im Profiboxen. Angefangen habe ich mit Kickboxen. Später kriegte ich den Kick zum Boxen. Ich bin Deutschlands einzige Profiboxerin. Deshalb trainiere ich ausschließlich mit Männern. Da gibt es einige, die müssen sich richtig vor mir in Acht nehmen. Und das macht doppelt Spaß, auch wenn ab und zu die Zähne wackeln. Derzeit halte ich als erste Frau den Titel Box-Europameisterin. Außerhalb des Rings mache ich lieber ohne Fäuste Druck. Das bringt mein Beruf mit sich. Habt ihr schon einen ersten Verdacht? So? Hast du einen ersten Verdacht? Tipp mal. Tipp. Soll ich es wirklich sagen? Tipp. 3. Aha, du tippst auf 3. Das ist dein erster Verdacht. Das kann man jetzt schon sagen. Er hat einen Tipp. Zwei ein Tipp. Ist legitim. Ich finde, das ist Beeinflussung. Der Tipp wurde deshalb abgegeben, weil Sie jetzt auch tippen dürfen. Sie bekommen jetzt zu Hause die richtige eingeblendet. So, jetzt geht's los.
Aha. Matthias, du darfst noch warten. Heike! Ja. Gut, ich fange mit Nummer 3 an. Was ist so der gefährlichste Schlag? Wie nennt man den? Na, den Punch, die rechte Gerade. Und bei dir? Die linke. Die linke. Und bei dir? Uppercut, direkt ans Kinn. Aha. Und wie hieß die im Finale die Gegnerin bei der Box-Europameisterschaft? Bei dir? Cheryl Robertson. Cheryl Robertson. Das ist natürlich gemein. Und, aber es ist nicht euer Hauptberuf. Ist es dein Hauptberuf? Nee. Was machst du neben sonst? Ich bin Designerin noch, aber also Boxen. Designerin, also klein Handgefühl und dann trotzdem zuschlagen. Ja, klar. Und bei dir? Ich bin Erzieherin. Erzieherin und schlägst dann die Kinder oder was? Und du? Rechtsanwaltsgehilfin. Rechtsanwaltsgehilfin. Uiuiui. Das wird ja richtig schwer. Ein bisschen was anderes als Videoclips ansagen, oder Heike? Das merke ich schon. Herbert. Ich bin dran. Ja, klar. Nummer 2, kann ich mal die Ohren sehen? anderes Ohr? Ja, sind beide dran. Nummer 3 bei dir? Ich dachte, die haben zu Blumenkohl. Tja, denkst du. Aber sie hat Ohrringe an, das könnte auch gefährlich werden. Nummer 1. Also die Männer, das habe ich immer gesehen, tragen so Mundschutz, ne? Ja. Und? Habt ihr auch so einen Schutz? Ich meine jetzt nicht am Mund. Sondern? Wenn man so tiefer schaut. Ah ja, meinen Sie so? Ja, Brustschutz kann man tragen, wenn man will, aber muss man nicht. Aha, aha. Und Nummer 2, in welchen Ländern hast du denn geboxt? Ich habe schon in Japan geboxt. Ich habe eine bessere Idee. Kann jeder mit mir eine Runde boxen? Weil dann habe ich sie irgendwie raus. Matthias. Nummer drei. Sag, wie schwer sind denn diese Boxhandschuhe, die du trägst? 8 Unzen. Und bei dir? Du trägst wahrscheinlich schwerere, nehme ich an. Ganz dasselbe. Die Nummer 1. In welchem Land ist es denn, sagen wir, am beliebtesten, dass Frauen sich gegenseitig ins Gesicht schlagen? Also in den USA ist das schon gang und gäbe. Also hier kommt das jetzt langsam. Machen die eher so Schlammschlachten? Ja, ich meine, wenn Sie jetzt darüber reden wollen, können wir auch das machen. Nummer 3, sag, wie oft bist du denn schon zu Boden gegangen? Eigentlich noch gar nicht. Du kämpfst immer gegen Männer? Im Training, ja. Im Training? Mhm. Nummer 2, wie viele Partnerinnen, Gegnerinnen gibt es denn auf der Welt? Da können halt so viele sein. Also auf der Welt sind es mehr, in Deutschland keine. Nummer 1, Okay, ja. Jetzt wird's ernst. Ja. Wer ist es nicht und wer ist es? Also bei einer bin ich mir ganz sicher, dass sie es nicht ist. Das ist Nummer 2. Sie hat natürlich immer das Glück gehabt, dass sie immer Nummer 3 zuerst gefragt haben und sie einfach sagen konnte, ja, bei mir ist es genauso. Also Nummer 2 ist es nicht. Nummer 1, Designerin und Boxen, das passt für mich auch gar nicht zusammen. Und deswegen, und auch wegen den qualifizierten Antworten von Nummer 3, mit 8 Unzen und so, also auf sowas kommt man ja auch nicht von selbst. Dann sagt man halt Gramm oder 10 Unzen sagen können. Ja, aber Unzen, schon überhaupt auf Unzen zu kommen. Also, für mich ist das Nummer 3. Mit Sicherheit nicht, dass eine Unze ist. Doch. Also ich kann euch noch nicht sagen, was eine Unze ist, aber was eine Minute ist, weiß ich. Die ist jetzt um. Ja. Herbert? Jawohl. Ja, also ich habe ja dieses Gefühl für Frauen, die zuschlagen. Und, woher kommt das, Herr Feuerstein, dass Sie dieses Gefühl haben? Ja, ich war mal verheiratet. Und da ist es also Nummer 1 eigentlich nicht vom Gefühl her. Ich bin also irgendwie zwischen Nummer 2 und Nummer 3. Ne? Nummer 3, du hast was Brutales. Ne? Ja. Irgendwo. Und es gefällt mir. Also Nummer 3. Also, ja. Zweimal die Nummer 3. Matthias. Druck machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Nummer 1 ist mir ein bisschen zu fraulich. Ich meine, die sind alle fraulich, entschuldige bitte. Also sie kommt mir, glaube ich, nicht in Frage. 2 und 3 eventuell. Bei der 2, die zwar einen wahnsinnig durchdringenden Blick hat, ja, den man auch braucht. Aber ich tippe trotzdem auf die Nummer 3. Also entweder gibt es jetzt den Flop des Jahres. Können Sie alle gleich nach Hause gehen. Das ist die eine Chance. Oder ihr seid das absolute Weltmeisterrate-Team? Jetzt lüften wir mal die Geheimnisse. Hier sehe ich zum Beispiel auf der Tafelrückseite, du hättest die Ohren genauer anschauen sollen. Du hättest die Ohren genauer anschauen sollen. Also, sie glaubt an den kleinen Mann im Ohr. Ich habe dir gesagt mit den Ohren, von wegen kurzsichtig und so. Also, wisst ihr nicht, was das ist, oder? Sie glaubt an den kleinen Mann im Ohr. Also, es wird sie uns jetzt erklären, was das soll. Schauen wir mal auf das rechte Ohr. Und was sehen wir? Einen kleinen Mann. So ist es. Und zwar geht es aber um Hörgeräte. Also es sind Hörgeräte für Jugendliche oder Kinder, also wo es weggehen soll vom Peinlichen, so verstecken wollen, sondern halt so ein bisschen ins Symbolische, Spielerische, der Mann im Ohr, der da sitzt. Wie heißen Sie? Katrin Müller. Woher kommen Sie? Aus, ja,
Ich arbeite gerade in Berlin. Jetzt kommen wir zur Nummer 2. Ihr habt ja schon gehört, die Dame boxt, und zwar im Kindergarten. Sie bringt Kindern Flötentöne bei. Na, Kindergärtnerin, wie heißen Sie? Mein Name ist Christine Jochum und ich habe mich im Bereich der Kindererziehung auf Musikfrüherziehung spezialisiert. Was halten Sie von Profiboxen bei Damen? Kickboxen finde ich schlimmer, so dieses normale Frauenboxen ist okay. Dann sind wir hier an der richtigen Adresse, denn das brauchen wir nicht umdrehen, das Ding. Und jetzt schauen wir mal an, weil wir ja so neugierig sind. Jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt wollen wir Sie boxen sehen. Ich bin halt 18 Jahre alt. Jetzt möchte ich mal wirklich wissen, die Männer, viele Vorurteile. Was sagt denn der Deutsche Amateurboxverband zum Frauenboxen? Die lehnen das ab, aber das interessiert mich ja nicht, weil wir boxen profimäßig. Das heißt also, Sie steigen demnächst mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Geschäftsführer mit allen in den Ring, oder? Nein, nicht ganz. Nicht aber ganz? Nee. Die streiten, habe ich gehört, sogar noch um die Trefferfläche. Die Trefferfläche bei der Frau ist auch nicht anders wie beim Mann. Warum sollen die sich jetzt hier auf die Brust schlagen, die Frauen? Ich habe noch nie eine auf die Brust gekriegt. Glaubt mir vielleicht niemand. Regina, gestatten Sie mir so aus männlicher Sicht, ich würde es sehr schade finden, wenn dieses Mal passieren sollte. Wäre es nicht doch angebracht, vielleicht einen Schutz zu tragen? Also für uns Männer, wir würden uns ja freuen, wenn vielleicht doch Dinge, die wir sehr schätzen bei Damen, auch geschützt den Ring wieder verlassen würden. Also ich bin noch ganz, ja. Ja, das ist der Zweifel. Nicht dran. Na, also ich habe keine Angst, jetzt, dass ich irgendwie einen gefährlichen Treffer kriege. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Amerika oder so boxe, was ich ja nächstes Jahr voraussichtlich machen werde, zur Weltmeisterschaft? Dann, genau, zur Weltmeisterschaft in Las Vegas, da ist es Pflicht, einen Brustschutz zu tragen. Regina, jetzt sind Sie ja eigentlich, gestatten Sie mir die Bemerkung, in der glücklichen Lage, das kostenlos zu bekommen, wofür andere Damen zur Kosmetikerin gehen, nämlich blaue Augen. Haben Sie einen Freund eigentlich? Nee. Nicht? Nein. Ich trainiere ja jeden Abend. Haben Sie gehört, was der böse Mann aus Österreich sagt? Es traut sich keiner. Naja. Ist das so, ne? Nein. Sie trainieren, ja? Ja, ich trainiere jeden Tag 2 bis 3 Stunden und da bleibt halt nicht viel Zeit. Für einen Freund. Ja. Was sagt denn der Papa eigentlich dazu? Naja, der akzeptiert's. Er muss es akzeptieren und er steht auch dahinter. Was macht der eigentlich so, der Vater? Naja, der ist ja immer bei meinen Kämpfen dabei, weil der ist ja noch ehrenamtlich Stadtbeauftragter. Vom Malteser Hilfsdienst. Ne? Vom Malteser Hilfsdienst. Sehr praktisch haben Sie das gelöst. Die Dame boxt und wenn sie sich verletzt hat, kommt der Papa vom Malteser Hilfsdienst. Genau. So haben wir uns das vorgestellt. Also Regina, ich kann sagen, mehr als 3 Kreuze gibt es nicht. Deshalb muss ich sagen, ich muss die Dame ein bisschen trösten. Kein Kreuzchen, aber ich sag, in eurem Beruf würde ich mich ein bisschen wohler fühlen. Also das wird mir die Regina verzeihen. Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Eine Flasche sagt die Wahrheit Wein für euch. Und ich muss sagen, heute habe ich meinen großzügigen Tag für ein so brillantes Rateteam. Danke. Für die Heike stellvertretend eine Gemeinschaftsflasche in der Dankeschön. Ersten Runde. Herzlich So, liebe Zuschauer, hier sind unsere